Guten Morgen und Moin Moin, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Tag 2 und Nacht 1 beendet. So sieht's hier aus übrigens. Also ein bisschen bewölkt und hat auch geregnet die ganze Nacht und geschifft. Und naja, was kann man zu der ersten Nacht sagen? Ne? Also wir waren eigentlich so kurz vor, so kurz wieder abzureisen. Ganz spontan zu sagen, ne. Weil einfach unsere kleine Tochter, wir wissen nicht, ob die jetzt krank wird. Ich das aufmachen? Warte, so. Wir wissen nicht, ob sie krank wird oder ob das einfach nur gestern viel war, aber sie ist gestern so ausgeflippt und unruhig und ein Nervenbündel und war am Heulen und am Schreien und das ging so ziemlich, ja, den ganzen Abend so schlimm, dass wir eigentlich dachten, ne, das funktioniert hier nicht. Das ist einfach nicht so, ne, wir müssen hier wieder weg. Davon mal abgesehen, dass sowieso hier ein paar kleine Minuspunkte sind so. Und dass es auch mit der Hitze hier in diesem Raum so unerträglich auch nachts geworden ist, ey. So ein bisschen so ein Mallorca-Feeling haben wir hier gehabt. Boah, ich sehe aus wie Wichser, ne? Ansonsten habe ich zumindest gut geschlafen. Also für meine Verhältnisse. Wir haben uns jetzt aber zusammengerauft und werden auf jeden Fall mal gleich jetzt die Rezeption auschecken. Die mal fragen, ob man nicht die Fußbodenheizung mal ein bisschen runterdrehen kann. Und halt das Beste aus der ganzen Sache machen. Du bist ja aber irgendwie wieder gut drauf heute, ne? Ja. Gott sei Dank. Wir haben mal geguckt im Programm. Ey, leider ist gar nicht so viel los heute. Außer halt Schwimmen. Das machen wir auf jeden Fall. Und Dingsbums. Ach, ein Kids-Workshop mit sich kennenlernen und so. Der ist um 11 Uhr heute. Den wollen wir machen. Damit die Kiddies, die können miteinander basteln und spielen und sich kennenlernen und so. Und mal gucken, ob sie da mitmacht. Naja, egal, so viel dazu. Kamera kommt gleich wieder mit und dann gucken wir mal jetzt erstmal heute früh, dass wir gleich vielleicht ein bisschen an die Luft kommen. Wenn wir denn schwimmen sollten, dann filme ich aber, glaube ich, nicht. Weil ich habe da einfach viel zu viel Angst, dass die Kamera da im Schwimmbad nass wird oder wegkommt. Aber gucken wir einfach mal. Gucken wir einfach mal. Manchmal muss man auch durch die Hose atmen. Jetzt habe ich mich an die Wärme hier gewöhnt. Jetzt werde ich bestimmt draußen frieren. Hast du noch was zu sagen? Es läuft, dann läuft. Bis später. So, draußen an der kalten Nordsee. So sehen wir zumindest aus. Gucken gerade mal, wir suchen das Meer. Irgendwo soll ja das Meer sein, haben wir gehört. Wir können das ja mal kurz zeigen, wie das hier aussieht in Butjadingen oder Butjadingen. Es ist halt sehr ruhig. Es ist halt wie Sonntag. Ne? Wir haben ja auch Kar-Samstag, sagt man das so? Ist das Kar-Samstag? Kar-Freitag, Kar-Samstag. Also entsprechend ist natürlich hier alles noch zu. Kacke, ey. Und da oben ist jetzt so ein Deich. In der Treppe hoch. Ich glaube, dahinter ist das Meer, aber es ist bestimmt fucking kalt und windig da oben. Ja, auf jeden Fall, oh, die Sonne kommt. Oh, die Sonne. Auf jeden Fall haben wir gerade Probleme, uns halt zu akklimatisieren, weil es wirklich gefühlte 35 Grad im Zimmer sind, dank Fußbodenheizung, aber hier draußen dann nur noch so 10. Dom halt auch, ne? Ja, und dann genau, und dann geht man wieder rein in diesen Laden vom Center Parks. Da ist es auch warm. Alleine kann man das, glaube ich, hochschieben. Wobei, ich versuche das mal mit Mila. Das ist bestimmt witzig. Hier ist die Kamera. Hier mein Assistent. Oh, ich muss vor allem auf die Stufen, sonst falle ich hier runter. Oh Mann, da ist mein Kind drin. Oh, wir haben es das erste geschafft. Oh, vor allem runter wird lustig. Das Meer gefunden. So, nach dieser kurzen Überblendung hier mit diesen Landschaftsbildern, ich hoffe, man versteht mich, weil es so windig ist, kann man nur sagen, dass das Meer weg ist. Das hätte man uns mal vorher sagen können. Das Meer ist weg. Wir haben gedacht, vielleicht springen wir einfach mit einer Arschbombe ins Meer bei 10 Grad. Naja, aber es gibt gar kein Meer und
Ich weiß nicht, ob das was mit Ebbe und Flut zu tun hat. Vielleicht bin ich auch dumm oder ungebildet. Ja, man muss ja festhalten, wir haben jetzt fast 9:30 und Papa hat noch keinen Kaffee. Das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal gleich irgendwo einen Kaffee suchen. Also windig geht's weiter. Wusch, ich bin in einem Schiff. Oder wir sind in einem Schiff, ne? Das haben die ja geil gemacht. Hier steht so ein Schiff mitten auf dem Strand. Hier ist gerade ein bisschen windgeschützt drin, deswegen bin ich hier drin, weil es hier schön mollig warm ist. Können wir eigentlich ein Lagerfeuer machen? Guck mal hier, kann man sogar hier hoch. Cool, das Teil, ne? Sag mal tschüss, Schiff. Ciao. Hast du noch eine Farbe für mich? Ich hätte gerne blau. Das muss man immer dabei machen. Wenn man malt, muss man immer sagen. Was soll man sonst tun, ne? Ich auch nur auf dem Weg zum Einkauf fahren, weil die Sonne mal endlich kommt. Guck dir das mal an, die Sonne scheint. Weil die ganze Zeit so scheiß Wetter ist, ey. Aber jetzt fahren wir hier in so eine Stadt oder so ein Dorf hier in der Nähe. Sich erkennbar an den Görsturm. Hier soll irgendwo ein Edeka sein. Ach, guck mal, wie schön die Landschaft. Und so weiter. Sonne und Windräder und Felder. Ah, jetzt wird's gut. Na, wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg nach Edeka. Ein paar Sachen kaufen, weil das einfach viel zu teuer ist auf Dauer, alles da hinten zu kaufen. Also das Essen gestern, wir waren gestern Abend in diesem Restaurant was essen. Ich habe so einen XXL-Burger mit Pommes und so gegessen. Und du, Pommes, Salat und, was war das noch? Backfisch. Ach, ein Backfisch. Das Kind hatte einen Pfannkuchen mit Apfelmus. Was kann man an einem Pfannkuchen falsch machen? Aber das Kind hatte recht, es hat es stehen lassen, weil es einfach wie so ein aufgewärmter Pfannkuchen. Ja, der Pfannkuchen war einfach wie eine Gummisohle, kalt, pappig. Mein Burger war vor allem trocken, weil da war nichts drauf. Keine Soße, kein gar nichts, die Pommes nix, Ketchup, Mayo. Boah, und teuer. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, auf nach Edeka. Und dann war jetzt der neue Plan, nachher ist Dingens Glitzer-Tattoos machen mit den Kindern. Dann kriegen die so Glitzer-Tattoos. Ich glaube, da hat die richtig Spaß. Ja, und schwimmen nachher, ne? Deswegen sehen wir uns auf jeden Fall aller spätestens heute Abend wieder, wenn wir wieder mal gucken, was wir Leckeres zu Abend essen. Das ist ein Plan. So, zurück im Zimmer. Wir haben jetzt Mittag gehabt. Sehr gutes Mittag. Ravioli mit Brötchen. Und wir machen jetzt gleich uns fertig fürs Schwimmen. Es war jetzt so kalt draußen, dass wir jetzt sogar, oder ich war zumindest froh, dass es jetzt so warm ist in diesem Zimmer. Nachdem wir uns beschwert haben bei der Rezeption und man uns versprach, einen Techniker hier hinzuschicken, ist natürlich nichts passiert. Also weiter schwitzen hier angesagt. Für Leute, die in Urlaub fliegen oder fahren, wenn man den Safe im Zimmer nicht kaufen möchte oder mieten möchte, packt man sein Geld einfach in eine Stinkewindel. Hier kommt dann das Portemonnaie rein, weil da wird kein Mensch dran gehen. Ne? Man könnte noch Schokolade hier reinschmieren oder drumrum schmieren, um die Illusion noch perfekt zu machen. Das war nur kurz zwischendurch jetzt noch, dass sie jetzt gegessen haben. Ich könnte jetzt schlafen eigentlich. Das Kind hat geschlafen schon, Gott sei Dank. Mittagsschlaf im Auto. Wir können uns jetzt dann fertig machen und auch ins Schwimmbad gehen. Und dann denke ich, dass nach dem nächsten Cut wir noch erschossener aussehen und erledigter, weil wir jetzt gleich in diesem subtropischen Schwimmbad schwimmen gehen. Na gut, bis heute Abend. Oh, wir sind wieder da vom Schwimmen. Jetzt sind wir alle ein bisschen so matschig und so chlorwassermäßig, auch meine Haare und so. Aber wir gehen jetzt mal nochmal in die City heute und checken wie heißt der? Der irgendwas Dingsbumsmarkt. Ich gehe auf jeden Fall jetzt runter eine rauchen. Es geht nämlich dann hier so ein Treppenhaus runter. So ein bisschen Grand Theft Auto mäßig hier. Ist eigentlich direkt offen, deswegen ist es ganz cool, weil
man sofort an der Luft ist. Und mein Feuerzeug, muss ich mal gucken, das habe ich gerade mit Benzin voll gemacht. Boah. Also das erste Mal schwimmen heute jetzt hier war richtig geil. War richtig geil, kann man sagen. Ich kann noch mal eben zeigen, wie das hier gelegen ist. Ist eigentlich auch ganz schön, ruhig. Kannst direkt Auto parken hier. Checken jetzt den Supermarkt halt aus. Vielleicht das ein oder andere noch kaufen, was wir vielleicht brauchen. Dann ist der Tag für heute auch schon fast gelaufen. Wir gehen nachher nur noch, da hinten ist das Hauptgebäude quasi, wo man auch abends was essen kann oder so, richtig à la carte. Da denke ich, vielleicht gehen wir da mal hin, trinken ein Bierchen oder sowas und dann versuchen wir den Abend entspannt mal anzugehen heute. Erstmal so weit. Wir haben einen Spielzeugladen gefunden. Im Büttchen der Küstenmarkt. Voll geil. Auch für die Kleine so eine Mütze mit Moin. Und für mich so eine Beanie mit einem Anker. Voll geil. Weil ich habe so ein bisschen hier ein Jackenproblem, seitdem wir hier angekommen sind. Meine eine Jacke war schrottrigt. Die andere ist jetzt nass geworden vom Schwimmen. Scheiße. Also habe ich jetzt nur noch Pullover, Mütze. Ja, aber immer so partiell kommt hier die Sonne raus, das ist echt richtig geil. Das heißt, wir können jetzt mal ein bisschen chillen, gleich ein Bier trinken unterwegs, oder? Ja, dann können wir es auch mal zeigen hier. Das ist die Mütze von Mila. So langsam wird das ein guter Urlaub. Hier ist mal zum Trampolin, weil hier ist auch noch so ein riesengroßes Trampolin. Ob man da auch als Erwachsener mal drauf kann? Soll der Heimburg mal hüpfen? Wir machen mal einen Cut und dann gehe ich hüpfen. Oh je. Verdammt nasses Trampolin. So dass wir jetzt nach Hause dürfen, ne? Neues Fußequipment einpacken und anziehen. Aber ist ja nicht schlimm, ist ja auch gar nicht mehr so viel Zeit am Tag. Kinderdisco. Nochmal richtig das Kind hochdrehen. Schwimmen hat sie aus den Socken gehauen. Ne? Dann gehen wir wieder rein in den tropischen Bunker, würde ich sagen. Ja. Wir sind hier in der Kinderdisco. Kinderdisco, Alter. Es ist so laut und wir tanzen ganz viel und haben ganz viel Spaß. Mallorca-Feeling. Aber was soll man da machen als Eltern, ne? Wusch, wir sind zu Hause. Der Tag 2 ist geschafft und vorbei. Boah, guck mal, wie ich aussehe. Wie hingekackt und hingeschissen, ey. Boah, die Kinderdisco war echt heftig. Ging gar nicht so lange eigentlich, nur eine Dreiviertelstunde oder so, aber boah, ey, da tanzen, ey, und machen. Ich glaube, das Kind hat noch voll Energie, aber ich bin so müde. Nichtsdestotrotz, der zweite Tag ist vollendet. Wir werden jetzt nur noch mit der Kleinen ins Bett fallen und einen ganz ruhigen machen. Und das war's auf jeden Fall für dieses zweite Video. Vielen Dank fürs Reinschauen, abonnieren nicht vergessen. Und morgen geht's dann direkt weiter mit dem dritten Video. Deswegen so long. Bis dahin. Gute Nacht.